ein Spiel von Bedtime Digital Games. Jumps and folds out his parachute. Pew, pew! Take that, Dr. Dredd. Hey, Dad, do you ever parachute on your job? Huh? No, not really. Yeah, you would be too scared to parachute off a building, Dad. Leave your dad alone, honey. You don't need to parachute when you sell houses. Boring. When I grow old, I want a job where you have to parachute. What? Oh, crap! Oh. Oh. Ah, das hat sich nach Unfall angehört. Oh, shit. Wake up. Wake up. Oh, das fängt ja schon so krass an. Wake up! Come on, you lazy bum! Wake up! Oh, you! Go away! I'm sleeping! Not anymore, you ain't! You're right! There are fears to fight and a hero never sleeps! Oh, right. Let me guess. No fears to face? As always. Go home, bird. I need a drink. Where's my ice? Oh, da haben wir wieder Dusky. Dusty? Ich weiß gar nicht mehr, wie er genau. Dusky heißt der, glaube ich. Und Piper. Da sind wir wieder. Finde Eis. Wir sollen Eis finden. Ein warmer Drink. Ugh. Ja, okay. Cerebrum Cider. I'm not drinking that without ice. Blume. Luke, nein, warum nicht? Ich wollte die Blume cider. Angucken. Needs ice. Können wir wieder coole Sachen machen? My scrapbook. As soon as I find ice, I'm coming back to you. Ach man, ey, du mit dem Eis. Wo gehen wir denn am besten rüber? Höhle? Nee, da komme ich nicht lang. Uh-huh. Sind wir im Kopf des Vaters? Ich würde fast behaupten, Pizza, ich würde fast behaupten. Ich glaube nämlich, die Personen an sich sind dieselben geblieben. Also ich glaube, wir waren ja im zweiten Teil auch im Kopf von dem Vater und ich glaube, da sind wir wieder. Weil die sagten ja auch was von Häuser verkaufen und im zweiten Teil war ja der auch da mit Häuser verkaufen und so, ne? Deswegen würde ich mal fast behaupten, es handelt sich komplett um dieselben Menschen. Ich mag lauwarme Getränke. Lauwarme Getränke sind gut für den Körper. Weil der Körper es nicht runterkühlen oder erhitzen muss. Und am wenigsten Energie damit verbraucht. Getting a nice to see you, or how have you been? It's been forever. You know, I have something important to tell you, buddy. Unless it's about the ice machine, I'm not interested. Also, I'm not your buddy anymore. Leave me alone. Oh, warum sind wir so salty auf Piper? Was denn passiert? Ich würde aber eine Sache ändern, was das hier noch bekommt. 1, 2, 3. Ich würde, glaube ich, die Effekte gerne noch mal ein bisschen weniger laut machen. Where's the synapse battery for my icebox? It won't work without it. Ja, stimmt, das war eine dumme Frage. Nee, Quatsch. So. Ich nehme das mal mit, ne? Batterie. A synapse battery.
might become useful. Und dann packen wir die jetzt sicher rein. Da. There we go. Da haben wir alles. Ich hoffe, die schmelzen nicht. Dafür habe ich am meisten Angst, wenn ich draußen unterwegs bin. Meist auf den Rad in der Stadt. Vielleicht, wenn ein Autofahrer nicht aufpasst und mich niederfährt. Ja. Ich bin ein Fan von getrennten Radwegen, aber natürlich nicht immer möglich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich bin auch ein großer Fan davon, wenn Radwege nicht auf der Straße sind. Oder wenn es gar keinen Radweg gibt oder so, dann bist du ja trotzdem darauf angewiesen, dass du auf der Straße fahren musst. Das stimmt. Aber auch als Fußgänger, ne, kann ja immer was passieren. Nice. Let's get it back to my rocking chair and I'm good. You do remember I'm called Piper, right? Oh. Whatever. Leute, sorry. Ich musste ganz kurz an die Tür. Alles in Ordnung? Ja, ist alles in Ordnung. Warte, ich setze mich kurz wieder hin. Ich wurde gerade etwas überrascht. Die Post hat nämlich gerade bei mir geklingelt. Und... ich habe ein wundervolles Paket von Ocha bekommen. Mit neuen Getränken. Prost, ja. Ich habe wieder den geilen Minztee und den Sobacha, den Buchweizentee, habe ich wieder bekommen. Richtig cool. Da wurde ich jetzt gerade ein bisschen überrascht mit. Hab nicht damit gerechnet, dass das heute ankommt. Deswegen nicey dicey. Ich habe jetzt hier meinen Minztee wieder. Kann ich den unterwegs nämlich nebenbei trinken. Deswegen aber sorry für die Unterbrechung. Ich musste da ganz schnell zur Tür, denn ich habe nicht damit gerechnet, dass es klingelt. So, dann machen wir jetzt aber weiter. Achso, Rita will noch trinken. Na gut. Na gut, dann trinken wir den direkt auch noch. Na dann, Prost, Rieza. Die sind auch immer so lieb, ne? Die fragen mich auch immer so, welche Tees ich am liebsten mag und gucken dann immer, dass sie mir die auch zuschicken können. Ich finde das voll, voll lieb von denen. Deswegen, wenn ihr Bock auf geilen Tee habt, zum Mitnehmen in einem Tetrapack, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich kann das echt nur empfehlen. Gerade vom Minztee habe ich bisher noch nie so einen intensiven gehabt.
gibt einen Grund, warum ich den Minztee jetzt nicht bestelle. Minze wächst gut im Garten. Das wird man kaum los. Da kann ich selbst den Tee kochen. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil ich echt sagen muss, ich habe aber von der Minze selber her habe ich so einen intensiven Minztee bisher noch nicht gehabt. Hat dir das auf Ocha einfach so geschickt oder hast du das bestellt? Die haben mir das zugeschickt. Die haben mir das zugeschickt gehabt. Deswegen Hashtag Werbung und so. Ne? Steht auch extra im Command immer mit drinne. Das wurde mir zugeschickt. Die fragen mich nämlich auch immer ganz, ganz lieb, welche Sorten mir zum Beispiel am ehesten gefallen oder was ich für Feedback zum Beispiel für den habe. Auch Feedback aus der Community. Ja, wie gut es bei euch ankommt, ob ihr das mögt und so. Und dann fragen die halt auch immer gerne mal nach, welche Sorten ich am liebsten mag. Voll lieb von denen, ja. Der Frosch schmeckt nicht nach Pfefferminze. Greno, lass den Frosch in Ruhe. So, jetzt machen wir aber wirklich weiter. Ring haben wir wieder weggelegt. Turkey did. Wow, lass mich hier durch. Ah, now for a... Wait, where's my drink now? I'm pretty sure... Hab ich auch vergessen. Where did it go? Siehst du, ich wollte es vorhin noch aufheben. Wie, wer bist du denn? You lost it, friend. What? Leave my scrapbook alone! It's mine now! So loosen up! Give that back! That book is mine! Eventually, we all lose everything! Okay. That's what I was trying to say! Something's totally messed up in the mind! We need you back, Dusty! Screw the mind. I need my photos back. Schon den Albtraum folgen. Oh, 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 oh. Lass mich hier durch. Da ist er. Komm her. Jetzt bleib doch mal stehen. Du Nasenbär. For you, my friend. Dark devouring despair. Served ice cold. Was ist das jetzt? Whoa, I'm stuck. Überwinde die... Was überwindet die angreifende Verzweiflung? Weiche B aus. Do a barrel roll. Usually so Oh, das ist aber eine andere Mechanik. Die kennen wir noch gar nicht. Interessant. Was bist du denn für ein Tentakel? Nightmare creatures. If I hadn't thrown away my sword. It must be around here somewhere. Ja, da oben. Und den Schwert zurück. I can't go up that way. Warum the elevator nicht? Is missing a part. Ach so. Ach so. Da müssen wir, glaube ich, hier lang. More of these twirlers. What are those anyway? Lass mich hier durch. Need to get through it. Look, the mind's reward system just released a bunch of endorphins. Yeah. Endorphins. Nice. Endorphine. Keep collecting those and you'll be your former self in no time.
Na, ich dachte mir schon, dass beide Spiele recht anders sind. Das ist aber super interessant. Guck mal, da ist so eine Kitty. Und eine Klarinette. Das ist das Holzschwert. Let's go. Jetzt können wir uns kloppen. Komm. Wir haben uns schon im zweiten Teil durchgeprügelt, dann kriegen wir das hier auch hin. Yeah, go at him swinging! Komm her, du! Auf die Nase! Aua, aua, hey! Nicht mir auf die Nase geben! So. Your arm still works. Ja, kannst du mal sehen. Ich hab viel mit meinem Arm geübt. Ja. Deswegen kann ich so gut schwingen. Komm doch her, komm doch her. Denke ich ganz gut, ne? Die einfach hier so hinlocken. Die können ja, die haben nur eine gewisse Reichweite und dann immer draufhauen. Ein Brainstorm ist kommen. Oh Mann, ein Gehirnsturm. Ja, okay. Oh, warte mal. Hätte ich das andere wieder mitnehmen müssen? Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Gehen da mal nochmal hin. Wie gesagt, wenn soundtechnisch irgendwas nicht ganz passt oder so, sag gerne Bescheid. Das ist alles noch änderbar. So. Dann gehen wir hier hoch. Hey, Dusty! Check out the endurance neuron spinning around that tree! Yeah, I could actually really use a refreshment. Oh ja. Then go hit it, man. Ich finde auch schön, dass sie ein paar Mechaniken beibehalten haben. That hit the spot. Aus dem anderen Teil, beziehungsweise der aus dem Teil hier quasi mit übernommen haben. Hallo? Knock, knock. Anybody home? I guess not. Da ist niemand. Der geht da unten lang. Oh, wir können hier so. Oh, wir können Sachen verstellen. Okay. Komme ich ja so trotzdem nicht rüber. Das ist jetzt doof. Naja, das ist halt die Grundlage, die du gleich, ja. Ja. Vielleicht muss ich das doch erst nochmal hier. Damit wir hier überhaupt erstmal rüberkommen. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Oh, hab ich mich erschrocken. Gleichzeitig hier raus. Kommt her, ihr! So, dass ich... Ja! Gleichzeitig. Haben die gefurzt? Entschuldigung. Hat sich angehört, als ob die gefurzt haben. So... Okay.
Aber hier habe ich ja nichts. Ach so, halt die X gedrückt, um mit deinem Schwert einen mächtigeren Angriff auszuführen. Das hatten wir, glaube ich, im zweiten Teil auch nicht, oder? Glaube nicht, dass ich wüsste. Ach so, jetzt. Das nehme ich mit. Jetzt geht es wieder in die Mitte. Und jetzt darüber. So, da. Look out there! Isn't that a forgotten memory on that island? Yeah, remembering. What about it? Let's go get it! Might make you reconnect with the mind! Yeah, whatever. Okay. Jetzt haben wir das so ein bisschen rübergefahren. Ach, jetzt. Ach, das bewegt sich jetzt an sich. Aber da muss ich ja trotzdem irgendwie rüberkommen. Sagst du so einfach, ey. Ja, und so bleibt es einfach nur stehen. Okay, ich gehe erstmal weiter. Oh, you sad old discarded creature. Have you lost your breath? I'm saving my step for kicking your butt. Oh. Throw up your hands in sadness and lose yourself in the madness. Oh, das ist wieder so geil. Ich finde aber gut, dass sie alle gleich viel Schaden bekommen, wenn ich einen treffe quasi. Oh Gott, hua. Let's go. Your struggle is pointless, friend. Everything is. Ja, die singen wieder. Oh, das ist so cool. Ich habe das am zweiten Teil schon so geliebt. Die Musik bei den Bossen quasi. Ganz, ganz große Liebe. Die Songs sind immer schön. Die gibt's auch auf Vinyl bei den Entwicklern, jedenfalls auf der Gamescom. Oh, wie cool. Onwards to save the mind. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich zu der Erinnerung gekommen wäre. Ehrlich gesagt. Cerebrum City. Remember this place, Dusty? I'm not here for a trip down memory lane, Bird. I'm here to find that thieving bastard. Get up there and catch him. Joa, wir gucken erstmal hier ganz entspannt. Gibt's ja eigentlich auch wieder Meinungen? Ach nee, das ist keine Meinung. Das Haus der Vernunft. We have to be reasonable here. Mayor Relic will know what to do. Haus der Nerven. Nerves, nightmares everywhere. Help us all. Das Partyhaus, das ist Rita. Hier wohnt Rita. Get the nightmare, dudes. It's just party.
Oh, das Licht an. An, aus, an, aus. Ich habe Rizas zu Hause gefunden. Aus des Optimismus. Laughter is always the best medicine. Sie ist eine Rita-Party. Das sag ich doch. Haus der Wut. These nightmares make me so angry. I feel like smashing something. Okay. Haus des Stolzes. I'm not lowering myself to do anything about such things as nightmares. What's below me? Oh. Disco, Disco, Party, Party. Haus der Nostalgie. When the mind was young, everything was much easier. And it never rained. Those were the days. Ich muss überall klopfen. Haus der Zerstörung. Oh. Ah, der kann sich, glaube ich, mit der Wut denn zusammentun, ne? We should just burn down the whole thing, if you ask me. It would make such beautiful fires. Okay, Pyromane. Interessant. Oh, warte, komme ich nicht hin? Jetzt ich hier meine, ich hab die Pupsen. Oh, die kann man kaputt machen, warte mal. Da. Ich muss hier noch mal kurz runter. Ich habe jetzt das Bedürfnis, die kaputt zu machen hier. Nein. Eddie, das ist dein Haus. Das ist nicht mein Haus. Ich will nicht alles anzünden. Meistens. Haus der Ordnung. Oh. The mind is broken. We need order. Order is important. I tell you. Huch, da ist er ja wieder. Hallo. Warte, ich muss hier noch klopfen. Haus des Stress. Haus des Stress? Stress. Weiß nicht. Ich sollte mich auch eigentlich mal wieder hier hinsetzen, ne? Das war ja, glaube ich, beim letzten Mal auch ganz praktisch. Do something now! There's stuff to do! Come on! Nee. Haus des Stumpfsinns. Chat, da seid ihr! Whatever. The mind's in a rough state, but what you gonna do about it? Ich muss damn stairs. Hui. Nein, da ist noch was noch nicht. Da ist doch. Ich muss das da kaputt machen. Frag mich nicht. Ich habe jetzt rausgefunden, dass man die Dinger kaputt machen kann. Also will ich sie kaputt machen. Ich bin nicht stumpfsinnig. Was haben wir hier? Getriebe? Halb geschmolzenes Eis. Es schmilzt halt auch wirklich, ne? Definitely not. Oh. Schade, da fehlt was. Du hast links noch ein Haus vergessen. Wo denn? Ordnung? Stress hatten wir doch. Stumpf sind. Und da komme ich. Das hier drunter, das haben wir schon gemacht. Aus der Nostalgie hatten wir auch.
Das war die Zerstörung. Hier komme ich so nicht durch. Wo habe ich ein Haus vergessen? Das mit dem Stolz hatten wir auch, wenn ich mich richtig erinnere. Die Wut hatten wir. Jetzt kriege ich nochmal kurz Optimismus. Nerven. Doch, wir müssen eigentlich alle haben. Okay, dann hatten wir das schon. Sorry. Alles gut. Alles gut. Wo kann ich mich hinsetzen? Kann ich mich nicht hier hinsetzen? Warum zoomt das hier so ran? No. It's the last picture I have left. Hm. Okay. Fruchtbare Erde. Oh, da kommt vielleicht ein Samen rein und wenn unser Eis komplett geschmolzen ist, können wir es damit vielleicht gießen? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Now I have you, crook. Farewell! May your days be soiled in dread and despair. Oh. The gate. It looks so strange. Der Bürgermeister wieder. Piper, you brought back something old and musty. Your presence brings me joy, old Dusty. Mayor, what the heck happened here? Trauma in the conscious mind. The nightmares have come unconfined. They've seized our lands without remorse. We hide in fear behind closed doors. That's why the mayor sent me to find you. So a few nightmares escape the gate and you're scared, huh? I'm not your guard anymore, Mayor. I'm only here to beat that thief and get my stuff back. You have been unneeded for long, my friend, but the mind now needs your aid again. Yeah! Needs my aid? Huh! The mind stopped challenging itself. I've been forgotten. I cannot blame you for feeling so rotten. So, do you know why the gate acts strange? We can't go through. Too much fear came through the gate and left it in an altered state. Enough gibberish. How do we fix it so I can get my scrapbook back? If you must the gate traverse, the flow again must be reversed. Defeating a nightmare, I'll confess, should put an end to all this mess. So beating up a single loose nightmare could reverse the gate? Okay, Mayor. Where do I find one? A gangly coffer slinkered by and disappeared into Freedom Isles. Creative thoughts now drown in gas. This seedling here should clear your path. Ooh. Come here, with all dude. That rhyming, this better work, old man. Wait, I'm coming too. I love the right side of the mind. Ja, und ich glaube, jetzt geht's denn da unten lang, was ich gesehen hatte, ne? Ist unser Eis mittlerweile geschmolzen? Nee, immer noch nur halb. Mayor Relic's house. Can't say I've missed coming here. Yeah. Kann ich mit ihm nochmal reden? Waiting are your tests and trials. Fare now well to Freedom Isles. Ah, okay. Also wir müssen ein paar Albträume besiegen. Und hallöchen, Misakorn. Und der Frosch heißt Fridolin, nicht Herbert. Vielleicht muss ich das Ding auch gar nicht gießen. Warte mal, wir gehen mal hier runter. Hallöchen, Ghostly. Hi.
das geht auch ohne. Like growing an idea. Let's just hope it holds up. Oh. Okay, das geht auch ohne. Ich werde sowas von vergessen, dass ich so einen aufgeladenen Schlag habe, ne? More damn stairs. Was denn los, Dusty?